Das ist übrigens auch eine neue Änderung in Dark Souls 3. Da kann man mit dem Heimkehrknochen entscheiden, wohin man zurückkehren möchte. Zum Leuchtfeuer der letzten Rast oder in die Nexus. So, silberner Talisman kann weg mal. Hier rüber. Der kann auch weg. Banditenaxt und Großschwert können weg. Breitschwert habe ich schon eins. Brauche ich kein zweites. Rüstung, habe ich eine Banditenrüstung gefunden. Die kann mal wegsortiert werden. So. Ringe sind okay. Explosive Wucht ist ein Wunder, das behalte ich mal. Und Reisen nach Majula. Wir haben nämlich wieder genug Seelen für zwei oder sogar drei Level-Ups. Wobei eher wahrscheinlich für zwei. So. Den Rest stecken wir dann in Lebenssteine. Also aufsteigen. So. Erstmal Belastung auf 10. Und wir haben sogar noch für ein drittes Level. Also geht jetzt mal Int höher. Weil wir brauchen Int auf 8, bis ich bei einem bestimmten Punkt in der Werft bin. So, alles andere kann so bleiben. Zauberei geht dann als nächstes. Obwohl Geschicklichkeit auch wichtig wäre, dass der Speer mehr Schaden macht. So. Den Rest wollte ich, wie gesagt, in Gesundheitssteine stecken. Da ich ja jetzt ein paar durch die Aktion verbrezelt habe. So, 5 neue Gesundheitssteine. Und ich werde mir auch irgendwann mal ihre letzten drei Menschenbilder kaufen. Weil jetzt am Anfang sind Menschenbilder doch ein bisschen rar. Auch wenn wir schon 16 Stück haben. Später aber werden wir einen ziemlich hohen Verschleiß an Menschenbildern haben. Das kann ich jetzt schon mal prophezeien. So, wie immer, jetzt ein bisschen vorsichtiger als jetzt gerade eben. Also öfter mit dem Schild arbeiten. Mal kurz gucken, wie sieht unsere Belastung aus? 66,2%. Das ist doch schon mal viel besser als vorher. Eigentlich wäre mein Ziel, sie um die 55 rumzudrücken. So. Ja, die Pfeile sind immer so die Schwierigkeit. So. Du kannst zuschlagen. Und sterben. Das wäre auch nett. Da war ich wieder zu übermütig. Mit den Axtschleudern ein Wurfmesser. Also ja, die schleudern sich selber mit ihren Äxten. So, den da. Loswerden. Eigentlich bevor er mich nochmal mit einem Pfeil trifft, wäre nett gewesen. Das ist jetzt nicht so gut. Jetzt bin ich nämlich von ihm eingeölt worden. Komm um die Ecke. Genau. So. Weg mit dir. Ja, der da ist jetzt ein bisschen problematisch. Genau deswegen. So, mal ein bisschen safe. Flakor trinken. Jetzt den da ausschalten. Ah, wie warst du mal wieder zu nah? Wow, schnell wegrollen und rückwärts gehen. Und wähle den vorderen Mann aus. Wow, Vorsicht mit Rollen.
Gut. Fußsoldatenschwert. Sicherheitshalber mal einen Lebensstein einwerfen, dass ich die Flakons nicht so schnell aufbrauche. Ja, genau. Mein Schild trifft er nicht, aber mich trifft er dann. Weg mit dem da. Weg mit dem. Jetzt dürfte von hinten irgendwo... Ah, da ist der Fußsoldat. Der liegt da wahrscheinlich auf der Kante und fällt hier runter. Ja, wahrscheinlich. So, du kommst auch weg. Da muss als nächstes der hier weg. Und guck mal, wie angeschlagen mein Speer schon wieder ist. Boah. Euch beide hatte ich vergessen. Beziehungsweise an euch beide hatte ich gedacht. Aber ich war mir nicht sicher, dass ihr so früh kommt. Uff. So, gut. Weg mit den beiden. Hier ist nichts so weit. Die Jungs haben sich schon längst wieder zurückgezogen. Jetzt ist der weg. Also ja, die ignorieren wir jetzt, weil in dem Haus sind wir fertig. Ja, die würden wir nur aggressiv machen, wenn wir zu lange bei ihnen rumstehen. Wow, da hätte ich den Schild oben lassen sollen. Ja. Gut, nächste Station ist an dieser Glocke hier ziehen, also dem Hebel für diese Glocke. Und ja, mal wieder eine Glocke zu betätigen. Wobei das keine richtig laute Glocke ist, sondern einfach nur eine Hafenglocke. Und die gibt diesem Schiff hier, was jetzt gerade so anfängt, so gruselig zu leuchten, gibt es die Erlaubnis, in den Hafen einzufahren. Ja. Das Schiff ist im Hafen eingelaufen. Das Schiff ist wichtig, weil da geht's weiter. Würden wir die Schiffsglocke also nicht läuten, würden wir nicht weiterkommen. Und hier kommt gleich eine garstige Stelle. Ja, da sieht man schon mal einen Varega hängen, aber ich rede von was Garstigerem. Ein Grund, warum ich mir noch meinen Heilstein reinpfeife. Genau der da nämlich. Wow, der ging ganz leicht dieses Mal. Wahrscheinlich, weil er rumstand und nichts gemacht hat. So. Hilfe. Ja. Lieber sterben. Gut, gucken wir mal in das Haus hier. Oh. Hey Jungs. Wie geht's euch denn so? Wow, die bleiben auch... Ah. Das Problem ist, hier ist es ziemlich einwegsmäßig. Und ich kann sie in der Tür schlecht angreifen. Wow. Und sie schlagen mich durch die Wand. Ich kann sie jedoch nicht durch die Wand schlagen. Seht ihr? Das ist richtig gemein gerade. Während ich von der anderen Seite auch noch beschossen werde. Wow, jetzt habe ich sie wenigstens einmal getroffen. Noch einmal. So, einer ist schon mal weg. Oh, Blutung.
So. Du auch weg. Was droppst du? Schimmernden Lebensstein. Weißt du was? Den werfe ich jetzt mal einfach mal ein. Oh, die heilen auch mittlerweile schneller. Früher haben die nämlich ziemlich langsam geheilt. Feuerpfeile. Hier oben ist niemand. Gut, weil jetzt bin ich wieder hier oben, wo ich vorhin runtergehüpft bin. Hat sich voll gelohnt. Nämlich gar nicht. Gut, ich kann hier runterhüpfen und mich anballern lassen. Oh, da war ja noch einer von der Sorte. Die sterben hier relativ schnell. Ich habe leider, glaube ich, keine Flammen. Nein, ich habe noch keine. Oh ja, dieser Raum hier ist nett. Hier muss ich verdammt aufpassen. Diese Krüge nämlich sind nicht umsonst so grünlich. Die sind nämlich mit Gift gefüllt. Und zwar Gift von der gemeinen Sorte. Au. Ja, man sieht, wie meine Lebenspunkte ziemlich rasch runterticken. Das Gift allerdings auch. Ich heile jetzt mal dagegen. Und heile auch mit einem Lebensstein dagegen. Das hilft ein bisschen mehr, weil der Lebensstein halt effektiver in dem Fall als der Flakon. Wurfmesser und Flammenschmetterling. Hier drin... Was war hier drin? Genau, der Duftzweig. Und diese Wand hier sieht ziemlich auffällig aus, weil sie zugemauert wurde. Hier drin ist nämlich zum einen Seelen, die hier eingemauert wurden. Also nicht gerade die hübscheste Art zu sterben. Und eine Truhe mit... Was war hier nochmal drin? Ring des königlichen Soldaten. Kann ich den gerade irgendwie gebrauchen? Der tut nämlich meine Belastung erhöhen. Ich könnte zum Beispiel den Ring der Wiederherstellung rausnehmen. Und man sieht, schwupps, bin ich von 66 auf 58 runtergerutscht. Das heißt, ich kann mich noch schneller bewegen, noch schneller rollen. Alles. Gut. Wow. Kein Grund, hier unten angeflogen zu kommen. Hier ist niemand auf dem Stockwerk. Illusion voraus. Ja, die Wand sieht auch auffällig aus, ist aber nichts. Also können wir den da getrost ignorieren. Und wir hören jemanden beim Trinken. So. Weg mit dir. Nämlich ihn hier. Hier war nichts. Nichts ist okay. Reden wir mal mit ihm. I, Gavlan. Gavlan will, Gavlan deal. Gavlan wants soul. Many, many soul. What you want? You will. You. Das ist nicht so gut. Oh, und ein blauer Geist kommt uns zur Hilfe dabei. Ja gut, ich will hier oben nicht bei Gavlan kämpfen.
Vor allem will ich eigentlich gar nicht kämpfen, weil mein Speer zu kaputt ist. Genau. Eigentlich will ich das meinen blauen Geist hier machen lassen. Oder ihn einfach mal aufspießen.